Hallo Leute, heute gibt es ein Gulasch im Dutch Ofen. Ja, dazu, oder wie ich das mache, ich nehme einmal Rinderfleisch, einmal Schweinefleisch, dieselbe Menge Zwiebeln wie das Fleisch, das ist wichtig, zumindest optisch, nicht nach Gewicht. Dann haben wir hier Pastinake, Wurzeln, Sellerie, Knoblauch, Paprika, Lorbeerblätter, Zitronenabrieb bzw. ich schäle die immer mit einem Spargelschäler, so ein paar Stücke. Denn ja, ein Riesling, normalerweise mache ich das mit Rotwein, aber Rotwein habe ich im Moment nicht, also machen wir das mit Weißwein. Auch kein Problem. Und dann ein schönes Gewürz. Das schreibe ich euch nachher mal alles auf, was da drin ist. Es ist alles vorher gemörsert. Da ist also eine Menge an Gewürzen drin. Den Fond habe ich schon vorgestern vorbereitet. Ja, schreibe ich auch nochmal auf. Das einfach mit Knochen gebraten und Tomatenmark. Ach ja, Tomatenmark kommt hier auch noch rein. Rezept schreibe ich ja nachher auf. Wie man das macht. Zucker kommt da auch noch rein. Aber wie gesagt, ich schreibe das Rezept nachher auf und schaut euch das Video an. So, fangen wir mal mit dem Fleisch schneiden. Ich mache das mal etwas dicker, nicht so dünn. Ich sag mal, was macht einen guten Gulasch aus? Einen guten Gulasch macht eigentlich aus, umso länger es mit niedriger Temperatur köchelt, desto besser wird das Gulasch. Also man kann das Tatsache bis zu 2 Tage ganz langsam köcheln. Einige Köche machen das, aber ja, die Zeit habe ich nicht so lange das zu machen, aber ist schon ein paar Stunden auf wenig Temperatur. Ich schätze mal, das wird bei mir so, na, ich sag jetzt mal so 4 Stunden. Jetzt noch mal ein Tipp, bevor ihr das jetzt hier alles anbrät, solltet ihr das Fleisch mit Salz würzen, weil das Fleisch soll anfangen zu schwitzen, bevor man das anbrät. So, jetzt wollen wir die Zwiebeln erstmal anbraten und mit was brät man an? Ich meine Zwiebeln für mein Gulasch mit Zucker, mit Rohrzucker. 1 Löffel Rohrzucker. Und so, jetzt fängt er zu schmelzen. So, das Fleisch
fängt an zu schwitzen. Ich habe ein Foto gemacht, vielleicht sieht man das auch so. Das glänzt. Wie gesagt, das ist das Wasser, was ist. Jetzt erst tue ich das Fleisch richtig würzen. Also wie gesagt, da braucht man jetzt nicht hier wie ein kleines Baby hier würzen, richtig Gewürze drauf. Also nicht Mimimi würzen. So, Zwiebeln einmal drehen, das ist zusammengefallen. Die werden jetzt auch wieder mit dem gleichen Gewürz gewürzt. Jetzt kommt unten rein Tomatenmark. Jetzt kommen noch das Gemüse dazu. Die Zitronenabschnitte. Paprika. Kommt das alles in den Dutch Ofen. Ihr seht, mein Topf ist zu klein, aber da ich im Wohnmobil lebe oder wir, ist das natürlich bei uns alles ein bisschen eingeschränkt. Darum legen wir das so aus und machen das im Prinzip auf zweimal. Drehen wir einmal das Fleisch um. Ja, hier wird noch jedes einzelne Stück Fleisch von Hand umgedreht und nicht gerührt. Warum nicht gerührt? Wenn ich jetzt rühren würde mit einem Schneebesen oder wie auch immer oder mit einem Stück Holz, dann würde die Temperatur sofort rausgehen aus dem Topf. Darum, wie gesagt, einfach nur ein bisschen drehen und nochmal anschmoren lassen. Hier geht das auch nur, dass man ein bisschen Rostaromen mit reinbekommt. Der ganze Topf war jetzt noch mit Tomatenmark. Und das ist ja auch alles Rostaromen. So. Und jetzt tue ich das mit einem guten Schuss Weißwein ablöschen. So. Jetzt darf man gerne rühren, weil ich das unten weg haben möchte, was jetzt braun geworden ist.
meinen Pong rein, den ich vorgestern gemacht habe. Den hatten wir eingefroren. Ich bin immer so ein bisschen grusch. Darum ist da jetzt ein bisschen Fett noch drauf. Das geht aber natürlich, wenn das köchelt, dann schmilzt das ja alles. Fettes Geschmack. So. Oh, die Gabel schon angemacht. Draufgestellt. Jetzt erstmal auf volle Pulle. Und so in einer halben Stunde werde ich den runterdrehen. So. Es wird so langsam dunkel, beziehungsweise die Sonne geht unter. Jetzt wollen wir mal hier reingucken. Sieht sehr gut aus. Riecht auch sehr gut. Auch noch mal das Fleisch. Ich nehme ein Stück Fleisch raus. Sehr heiß. Butterweich. Butterweich, sage ich euch. Ja. Sehr gut. Bin zufrieden.